Willkommen zurück, meine edlen Burg-, Hof-, Narren- und werten Fräuleins zu Total War Medieval 2. Mein Name ist Kaiser Odin der Erste und wir befinden uns am Ende dieser Runde. Ich muss kurz etwas machen. Schließt euch dem Kreuzzug an. Dieser Charakter hat zu wenig Einheiten. Nun verstehe ich die Situation. Prinz Henry soll sich dem Kreuzzug anschließen. Das ändert alles komplett. Aber gut, man lernt ja nie aus. Lassen wir mal diese Runde vergehen. Mailand ist jetzt ein bisschen giftiger geworden, aber Mailand ist auch so klein, sie sollten lieber den Mund halten, sonst überrenne ich sie. Meine militärischen Kapazitäten sind einfach hundertfach so hoch. Oh ja, mit England würde ich sehr gern korrespondieren, das gestehe ich. Das ist, glaube ich, der Hafen, den ich blockieren soll. Wir werden uns um die Rebellen kümmern. Und dann werden wir diese Hafenblockade einsetzen. Und dann wird der Adelsrat wieder zufrieden sein. Möglicherweise kaufe ich Prinz Henry auch einfach ein paar Söldner. Oh, eine Rebellenarmee bei Zagreb. Bei... Ja, der... Neuen... Hauptstadt ist es, glaube ich, nicht. Und sie kümmern sich gleich darum. Gut, sie sind beschäftigt. Venedig ist beschäftigt und kann sich damit nicht um uns kümmern, während wir Venedig weiter ausbauen und für diesen Fall rüsten. Ein erfolgreicher Feldzug. Was wollt ihr? Anscheinend nichts. Sizilien schickt schon wieder ihren dreckigen Kaufmann vorbei und diesmal werde ich was dagegen tun. Oh ja, ich glaube, Mailand fühlt sich provoziert. Vielleicht sollten wir doch ein paar mehr Diplomaten ins Leben rufen. Vielleicht habe ich die Situation ein wenig unterschätzt. Möge Gott uns beistehen. Mailand schickt viele Schiffe aus. Wo schicken sie all ihre Einheiten hin? Wo führt Mailand so intensiv Krieg? Und das Byzantinische Reich hat offensichtlich Mitteleuropa nun erreicht. Ich muss ja gestehen, unter euch und mir, ich schiele sehr Richtung Norden, Richtung Dänemark. Wir sind im Zentrum Europas, im Zentrum vieler, ich meine, ich als großherzig, oh, was soll das denn nun? Schon zum zweiten Mal ist uns das widerfahren. Unangenehm. Ich meine, ich als großherziger Kaiser habe natürlich große Ziele und möchte diese Ländereien auch ausbauen. Aber es gibt viele, viele gierige Kaiser, die das nicht möchten. Und denen gilt es, das Handwerk zu legen. Und wir sind so zentral zwischen all diesen Gierschlündern. Polen, Russland, Venedig, Sizilien, Frankreich, Dänemark. Und die Frage ist, in welche Richtung könnten wir, sobald wir uns die Rebellen entledigt haben, expandieren, wo wir vielleicht eine Richtung dann final abschließen und schützen können. Und da wäre natürlich der Norden sehr interessant mit Dänemark. Dieses Geschäft mit den Kaufmännern, das gefällt mir noch nicht.
Ich habe versucht, mir einige Ideen von meinem Vorgänger Gaius Julius Caesar einzuholen, aber das war natürlich ein anderes System. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Kaufmänner hier miteinander korrespondieren. Wie entledige ich mich dir? Ja, ich weiß. Der Rundenbericht ist in Ordnung. Bologna wächst. Die Bevölkerung dieser Kleinstadt hat nun den Punkt erreicht, an dem ihr sie zu einer Stadt aufrüsten solltet. Dadurch werden sich euch neue Baumöglichkeiten öffnen, was wiederum zu neuen Möglichkeiten der Rekrutierung führt. Ihr müsst dazu die Holzmauer zu einer Steinmauer aufrüsten. Ihr könnt es auch später tun, doch wenn die Bevölkerung weiter wächst, wird die Überfüllung letztendlich die Verschmutzung verstärken und das Wachstum verlangsamen. Wir haben ein neues Familienmitglied, Harold. Wunderbar, willkommen. Wir haben in Bologna ein Rathaus, genauso wie in Wien, eine Musterungshalle in Stettin und einen Schmied in Venedig. Großartig. Naja, dann seid so gut. Bologna. Ihr benötigt 2400. Gütiger Gott. Ja, der Rekrutierungsbericht ist sehr zufriedenstellend. Beziehungen verschlechtert. Meine Güte. Meine Güte. Mein Kaiser? Ja! Kaiser! Ja, mein Kaiser. Marsch hier! Ihr schließt euch jetzt mal Prinz Henry ran. Wir müssen eine Armee aufstellen. Wir müssen eine Armee aufstellen, wo der Papst sagt, das ist in Ordnung, dass wir diese als Armee aufstellen. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Eure Befehle? Befehle, Kaiser? Ja! Ihr bewegt euch nach Venedig? Wir müssen bessere Verhältnisse zum Papst schaffen. Diese beiden sollten ihren Job weiter gut verrichten? Nein, ihr interessiert mich nicht. Wir haben nur 2. Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Was mache ich mit Polen? Ich fahre morgen fort, ja? Wieso wird Polen hier nicht angezeigt? Hier. Ja? Ja, Kaiser. Die Situation gefällt mir überhaupt nicht. Ganz Europa scheint eine gewisse Wut auf uns zu haben. Warum auch immer. Wir haben uns nur verteidigt gegen Venedig. Wir haben uns Heute nur geht verteidigt. Es nicht mehr weiter. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Sehr gut. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Mein Kaiser? Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser.
Verbinden die Truppen! Eure Befehle? Eure Befehle? Errichtet Häfen, Schiffs- oder Marinewerften, um größere und bessere Flotten bauen zu können. Flotten können ebenfalls verstärkt werden, indem sie zusammengeführt werden, wie man dies auch bei Armeen tun kann. Ja, Kaiser! Wunderbar. Kampflos werden wir euch diese Region nicht überlassen. Ja, Flotte bereit! Wer hat denn von kampflos geredet, Admiral Alexius? Nein, nein, Rückzug! Ja, Kaiser! Eure Befehle, Kaiser! Brechen aus der Flotte aus! Ja, Kaiser! Ja, Kaiser. Ihr segelt gen Süden und kümmert euch um die Blockade, die verlangt wurde vom Adelsrat. Werfen den Anker, mein Kaiser! Sieh einer an. Da ist Ragusa. Befehle, Kaiser! Marschiert! Schicken wir noch 2 Armbrustschützen dazu, dann haben wir schon 5 Einheiten. Wie groß muss diese verfluchte Armee sein, damit der Papst sie als eine Armee anerkennt? Ja, vereinen die Armeen, Kaiser! Mein Kaiser? Ja? Vorwärts! Genug marschiert für heute. Genug marschiert für heute. Selbstverständlich. Wir wollen euch ja nicht überlassen. Ja, mein Kaiser. Ihr schickt ein wenig Reiterei. Kavallerie werden wir benötigen. Wir werden nicht drum rumkommen, ihn wirklich nach Kairo zu schicken. Wir können ja den Papst schlecht blöffen. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser. Also gut. Mein Kaiser? Befehle, Kaiser! Kaiser! Eure Befehle? Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ah, die werden gerade weiter ausgebildet. Kaiser! Ja, Kaiser! Ach. Und wieso kann ich mir keine Söldner holen? Verbinden die Truppen! Mein Kaiser? 7 Einheiten sind es jetzt. Ja? Mein Kaiser? Ja? Ja, mein Kaiser? Ja! Schickt diese Einheit nach Venedig, sie soll dort fortgebildet werden. Meine Güte, wir haben noch 6 Runden Zeit, damit dieser Herr dort unten sein Glaubensbekenntnis angeht. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Wir sollten uns nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. Wir werden das hinbekommen. Das steht außer Frage. Ihr rekrutiert fleißig weiter. Venedig wird uns momentan nicht behelligen. Thank you.
Na, endlich. Schön, dass wir unsere Bauern endlich mal wieder... Ach, weil wir dort ausgebaut haben, die Musterungshalle. Wunderbar. Was nichts an den Bogenschützen ändert, aber... Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ich denke, dass es nun Zeit wird, die berittenen Sergeants weiterzuschicken. Vorwärts! 700 Gulden haben wir noch. Die können wir doch sicher sinnvoll investieren in irgendeinen Ausbau. Ja, wir haben momentan einen extremen Fokus, muss ich zugeben. Die heutige Reise ist vorbei. Auf Venedig. Hier eine... Eine Rodung lohnt sich auch nicht. Den Kornmarkt. Steigerung der Handelsgüter. Dann richtet in Bologna einen Kornmarkt. Gut. Eure Befehle? Söldner Galeeren. Eure Befehle, ja. Na, das muss nicht sein. Gut, damit sind unsere Gelder wieder angelegt. Wir werden wieder eine Runde Magdeburg wird sich vermutlich jetzt zur Wehr setzen. Sonst gibt es hier nichts zu tun. Wir sind ein wenig auch mittlerweile auf die Taten unserer Freunde angewiesen. Wir sollten versuchen, Kontakt zu den Franzosen aufzunehmen. Irgendein Bündnis brauchen wir. Möglicherweise werden wir dort auch ein paar Gulden investieren müssen. Und Magdeburg wird uns vermutlich auch noch ein paar zusätzliche Gulden einbringen. Die venezianische Armee rüstet momentan auch extrem auf. Sie könnten uns... Ich würde einem Friedensbündnis, würde ich, zustimmen. Um dieses Thema vorerst zu bereinigen. Venedig ist selbst schuld an der momentanen Situation. Ich habe das Gefühl, sie rüsten schon wieder zum Angriff. Ich habe das Gefühl, Venedig möchte einfach keine Ruhe geben. Naja. Dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Als sie weiter unter Druck zu setzen. Auch interessant, dass das Byzantinische Reich war. Aber warum haben sie sich ausgerechnet unseren Kaufmann ausgesucht, aber bei weiteren halten sie sich zurück? Ich dachte, sie wollen zumindest die Ware, aber sie wollen uns bloß blockieren. Na, das gefällt mir nicht. Sogar Dänemark hat nun hier im Süden bereits ihre Kaufmänner aktiviert. Ja, die Thematik mit Polen wurmt mich doch sehr, da ich nicht ganz verstehe, was sie davon abhält, mit uns ein Bündnis einzugehen. Sie haben keine weiteren Bündnisse, die sie daran hindern würden.
Ja, die Rebellen tun jetzt das, was man erwarten konnte. Sie müssen einen Gegenangriff starten und irgendwie versuchen, sich zu verteidigen. Was haben wir drin? Noch 133 ausgehungerte Männer und der Hauptmann Andreas. Sie werden dem Reich nicht entkommen. Nein, wir werden sie in die Zange nehmen. Selbst ihre Speere werden sie hier nicht schützen können. Einhalten! Wartet auf meinen Befehl! Haltet euch von den Mauern fern, Männer. Wen haben wir? Stadtmilizen. Auch ein paar Bauernbogenschützen. Panzerritter der Rebellen starten direkt. Kümmert ihr euch hier um die Stadtmiliz? Sie müssen natürlich alles riskieren, das ist vollkommen klar. Der Feind. Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Sehr gut. Jetzt muss er uns zusehen, wie wir seine Armee besiegen. Konzentriert euch nicht. Ja, konzentriert euch nicht auf die Stadtmiliz. Hier, ihr greift. Nicht zu nah an ihre Verteidigungsanlagen. Na, die Bogenschützen erholen sich davon nicht mehr. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Die Schlacht läuft gut für das... Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Ruprecht von der Lombardei mit einem ersten Sieg und mit der Eroberung von Magdeburg. So habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Wir haben diese Länder gewaltsam übernommen. Er raubt die Siedlung aus. Bereite einen Hinterhalt vor, Kaiser. Sehr gut. Magdeburg und jetzt fehlt nur noch Prag, das Herzstück der Rebellen in diesem Gebiet. Oh, damit sind wir gleich noch weiter aufgestiegen. Wunderbar. Und wir sind wieder zur fortschrittlichsten Seite ernannt worden. So wünsche ich mir das. Das Bordell wurde in Florenz gebaut. Sehr gut. Rekrutierungsbericht. Zufriedenstellend. Die folgenden Seiten haben ein gegenseitiges Bündnis. Die Mauren und die Papstaaten. Wunderbar. Ägypten und Ungarn haben wieder einen Waffenstillstand. Befehle, Kaiser. Ja. Wird das dem Papst gefallen? Ich dachte, Ungarn wäre dort, um Krieg zu führen. Mein Kaiser? Marschiert! Jetzt hätte ich natürlich gerade eben gerne... Der Marsch endet heute hier, Kaiser. Bin zu Diensten. Ich werde das Reich vertreten, Kaiser. Meinen Kundschafter, der mal Prag ausspäht. Abgelehnt. Na dann. In Ordnung. Zieht weiter. So schicken wir unseren Diplomaten vorbei, der bisher leider kein besonders gutes Bild abgibt. Leider. Heute geht es nicht mehr weiter. Seid gegrüßt, Kaiser. Natürlich, sehr interessant, Kaiser. Wie gerade Stettin sehr geringfügig katholisch ist, aber zum Beispiel Breslau doch zu 80% oder 90%.
Eine Pause bitte, Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Ja, ja, Kaiser. Führen die Flotten zusammen, Kaiser. Ja, greifen an, Kaiser. Rückzug, bevor sie uns vernichten. Heute kommen wir nicht weiter, Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Habt ihr euch wirklich schlagen lassen? Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Eure Befehle, Kaiser. Unsere Flotte hat den Hafen vollständig blockiert. Beneidet ihr den Feind? Kampflos werden wir euch diese Region nicht überlassen. Galeeren. Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Wie lange sollen wir hier? 2 Runden. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Na, das kann ja spannend werden. Ich denke nicht, dass wir Venedig so lange unter Druck setzen. Ja! Vereinen die Armeen, Kaiser! Ja? Wunderbar! Denkt an die möglichen Folgen, ehe ihr eine neutrale Seite angreift. Habt ihr alle Verbündeten bedacht, die euer neuer Feind hat, oder auch eine mögliche Beziehung zwischen ihm und euren eigenen Verbündeten? Ja. Es wurde Krieg erklärt. Schaut euch eure Grenzprovinzen an, um euch zu vergewissern, dass sie garnisoniert sind, und rekrutiert weitere Einheiten, sofern es nötig ist. Entsendet Spione, um gegnerische Positionen zu erkunden, und Attentäter, um ihre Generäle zu töten. Na wunderbar. Die können wir großartig brauchen. Die sind immer praktisch. 6 Stück. Für das Reich. Wunderbar. Ja. Was für eine wunderbare Armee. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie lebend dort runter. Schlage das Lager auf, edler Kaiser. Ich denke, wir müssen uns massiv auf den Ausbau unserer Flotte konzentrieren. Ja, Kaiser. Werfen den Anker, mein Kaiser. Das wird nicht... Ah, ja, wir haben... Damit sollten wir doch beim Papst zumindest eine... Nein, das interessiert den einen Scheißdreck. Schön. Faire Herrschaft. Ja, wenn ihr das sagt. Für das Reich. Oh, das sieht großartig aus. Wieso ging das vorher nicht? Naja, egal. Und damit sollen wir Kairo angreifen. Jalla, mein Sultan wünscht euch den Tod. Ja, ich euch auch. Ja, mein Kaiser. Ja! Hier errichten wir ein Nachtlager. Hier steht irgendwo... Ja. Ja, unbedingt. Oh.
Das geht hier schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sonst noch irgendwas im Bereich des Möglichen? Einen Priester. Oh. Gegen diesen Clown dort oben also. Naja, dann. Investieren wir mehr in unseren wunderbaren Glauben. Sehr schön. Venedig wird sich wehren. Ja, das wird... Ich hatte diese Flotte nicht gesehen. Mal sehen, was passiert. Voller Spannung erwarte ich die nächste Runde, nachdem wir jetzt zumindest eine wunderbare Armee aufgestellt haben. Wir könnten vielleicht auch ein paar Einheiten... Naja, sie wurden schon zu Kreuzfahrereinheiten gemacht. Egal. Ah. Wie bringe ich diese Armee am besten nach Kairo? Venedig wehrt sich nicht gegen unsere Blockade. Haben sie zu viel italienischen Wein getrunken? Oder sind sie selbst gerade mit diesem Kreuzzug zu sehr beschäftigt? Das kann natürlich sein. Diese Armee steht ja unter dem Schutz des Kreuzes. Dennoch sind das natürlich Gewässer, in denen muslimische Armeen sich tummeln. Das heißt, leider gar nichts. Ja, ja. Schwierig. Das Byzantinische Reich mischt sich weiterhin in die Kaufmannsgelegenheiten der Europäer ein. Sie riskieren einiges mit ihrem Verhalten momentan. Die Mauren suchen nach Verbündeten, die Byzantiner versuchen zu provozieren. Sind das die Überreste der dänischen Großarmee? Das wäre sehr mickrig. Na, da kommt die andere Armee. Na ja, gut. Venedig schart neue Verbündete um sich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und leider ist unser Diplomat genau in den Gebieten unterwegs, wo er überhaupt nichts hilft und nichts zu sagen hat. Ist das ein Attentäter? Da seht ihn euch an. Ich möchte ihn so schnell wie möglich aus meinem Herrschaftsgebiet haben. Das werde ich nicht dulden. Ich werde diese teuflische Ratte nicht
in meinem Herrschaftsgebiet. Was? Neue Mission. Beendet die Feindschaft. Der Papst, seine Heiligkeit, verlangt, dass ihr nicht länger das Blut eurer Mitchristen vergießt. Stellt die Feindschaft gegen diese Seite sofort ein und begeht für die Dauer dieser Mission keine feindlichen Taten. Das Byzantinische Reich ist wieder... Konrad von München fühlt sich geschätzt. Wunderbar. Der Baubericht, Magdeburg. Die Holzburg wurde repariert und Bologna hat einen Kornmarkt. Ungarn hat dem Byzantinischen Reich den Krieg erklärt. Der Papst sollte sich Informationen über gewisse Situationen verschaffen. Wir waren es nicht, der diesen Krieg angefangen hat. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, Kaiser. In 5 Runden? Wie soll ich denn überhaupt in 5 Runden einen Diplomaten nach Venedig schicken? Heute geht es nicht mehr weiter. Die Holzmauern sind beschädigt. Es wäre kein Hexenwerk, sagen wir so. Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Was macht diese Armee hier? Ich fahre morgen fort, ja? Kaiser? Seid gegrüßt, Kaiser. Ja, bitte, bitte kümmert euch um dieses... Nennt den Heiden, der euch beleidigt, Kaiser. 33%. Versucht Die euer Die Blasphemie soll enden. Ich bitte darum. Eine Zuhälterschelle sollte reichen. Und? Trotz all eurer Verdächtigungen und Prozesse scheint dieses Individuum in der Ketzerei nicht wie behauptet schuldig zu sein. Sollten wahrhaft ketzerische Gedanken und Glauben gehegt worden sein, konnte die Kunst des Verbergens gemeistert werden. Natürlich, Kaiser. Dann werden wir bis nächste Runde warten müssen, um den Erfolg dieser Mission möglicherweise in Angriff zu nehmen. Eine Pause bitte, Kaiser. Haltet den Mund. Ich bin Diener Gottes. Ein Prozess wegen Ketzerei, Kaiser? Seid gegrüßt, Vielleicht sollte Kaiser. Ich ihn losschicken. Das wäre vielleicht geschickt. Kaiser! Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ich wechsle keine Worte mit dem Feind! Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Nein, wieso? Was macht ihr denn? Reitet doch einfach die Straßen weiter und kümmert euch um Hauptmann Taurus. Und biedert mich nicht so an. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Hier errichten wir ein Nacht... Ja, Flotte bereit. Greift die feindlichen Flotten an. Na Wunder. Ein Sieg. Ja, Kaiser. Eure Befehle. Ja, Kaiser. Freut mich ja, dass ihr es am Ende des Tages doch noch geschafft habt. Ja, entschließen uns der Flotte. Für das Reich. Eure Befehle, Kaiser. Nun. Ja, Flotte bereit. Verlassen die Flotte, Kaiser. Ja, gehen mit der Flotte zusammen. Ja, Kaiser. Volle Segel. Reparier. Und verstärkt unsere Einheiten. Ihr... Für das Reich! Fertig zum Transport, marschiert auf das Schiff und werdet nach Kairo verschifft. Ich hoffe, niemand von euch wird schnell seekrank. Bleibt das Kreuz erhalten? Wunderbar. Eure Befehle, Kaiser.
Kurs gesetzt, Kaiser. Denn ja, sollte diese Armee von einem Christen angegriffen werden, wird das Blutvergießen geben. Weiter. Ein Inquisitor. Auch Königtum bewahrt nicht vor Gottes Urteil. Wirkt nach einem freundlichen Gesellen, dem man sich wohl eher nicht in den Weg stellt. Gut. Oh, hier können wir einen Spion ausbilden. Momentan benötige ich keine Einheiten. Doch, das interessiert mich. Wir brauchen wieder einen Spion. Ich denke doch, dass das sehr praktisch ist. Gut, haben wir momentan größere Probleme anderweitig? Wien ist gut geschützt. Hier sind wir ebenfalls gut geschützt und wir sollen uns ja demnächst um einen Ausgleich mit Venedig bemühen. Bolognas Schutz ist in Ordnung. Ja, und Florenz auch. Gut. Dann sollten wir uns, denke ich, zuerst mal um den Ausbau von Bologna kümmern. Und dafür brauchen wir Steinmauern. Dafür haben wir zusätzliche Mauerverteidigung, verstärkte Tore, Anzahl unterhaltsfreier Einheiten 4, Bonus auf öffentliche Ordnung 5, mögliche Retrainierungsplätze 2. Steinmauern sind stabiler als die herkömmlichen Pfahl- und Holzkonstruktionen. Dies schlägt sich allerdings auch in den Baukosten nieder. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die Mauerzinnen von Defensivtruppen besetzt und verteidigt werden können. Dadurch haben nur die entschlossensten Angreifer überhaupt eine Chance, sie durch Artilleriebeschuss und entbehrungsreiche Kampfhandlungen zu überwinden. Das klingt doch großartig. 2400 Gulden klingt weniger großartig, aber Bologna benötigt das. Gut. Breslau muss einfach weiter wachsen. Stettin? Hat eine Musterungshalle erhalten, das ist gut. Zum Dorf will ich es nicht aufrüsten. Könnte es seine Holzburg verbessern? Können wir in Frankfurt etwas verbessern, unsere Hauptstadt? Lasst uns doch dort einen Ledergerber errichten. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel gut. Besteht die Möglichkeit auf irgendeine Rekrutierung? Vielleicht hier in Nürnberg? Nein. In Breslau auch nicht. Steht die? Bauern. Nur Bauern? Ach, noch einen Priester, meine Güte, nein. Von Priestern habe ich erstmal genug, das sage ich euch. Gut. Das sollte bis nächste Runde erledigt sein. Der Heilige Kreuzzug ist in Arbeit. Und hier wird ein Diplomat aufgebildet, den ich dann Richtung Venedig schicke. Lasst Gottes Willen entscheiden. Ja, aber Bologna auszubauen, denke ich, wird ein großartiger Schritt für uns werden. Erstmals eine Stadt weiter zu verstärken. Das beeindruckt natürlich auch unsere
neutralen Parteien. Ich möchte nicht zu viel über Freunde sprechen, die wir definitiv nicht in großer Anzahl besitzen. Unser nächster Militär, wir müssen natürlich auch militärisch weiterdenken, und da ist, bevor wir möglicherweise Richtung Westen denken, definitiv Prag das nächste Ziel. Eine große Stadt, einigermaßen in Ordnung geschützt, hätten wir einen Frieden mit Venedig, könnten wir darüber reden. Oh ja, da kommt die... Ist es klug, diese Armee durch das Byzantin... Ist das Byzantinische Reich nicht... Das müsste orthodox sein. Das war irgendwie zu erwarten. Na? Sie könnten ruhig diese eine Runde warten, bevor Sie sich weiter zur Wehr setzen. Dann würde ich zumindest die Einheiten bekommen, die ich wolle. Tatsächlich, Sie warten ab. Schön. Was ist das? Das ist eine französische Flotte. Ja, wichtig, die Banner unserer Freunde, Feinde und Artgenossen zu kennen. Damit man stets weiß, ein kluger Kaiser weiß immer, wer sich ihm nähert. Auch aus den Schatten. Ich hoffe, dass der Papst zumindest erkennt, dass wir uns zutiefst bemühen. Oh, da ist noch ein Ketzer. Das wird ja eine richtige Plage. Unsere Blockade wurde aufrechterhalten. Das sollte den Adelsrat zufrieden stimmen. Oh, wir sind wirklich in einer prekären Situation. Ich würde den Krieg mit Venedig sehr, sehr gerne beilegen, gebe ich zu. Euer Inquisitor sucht doch nicht wirklich nach Ketzern in unseren Ländereien. Oh, er nähert sich sogar unserem. Der Wind arbeitet für uns. Nachrichten aus ganz Europa treffen ein, dass Pioniere eine Wundermühle erschaffen haben, die keinen Fluss oder Bach benötigt. Angeblich ist es den Menschen gelungen, mit Wind einen starken Mühlenmechanismus anzutreiben, indem man die Kraft des Windes mit auf Holzbalken gespannten Segeln einfängt. Obwohl die Windmühle nur funktioniert, wenn auch der Wind bläst, ist dies für die fernab eines fließenden Gewässers leben ein Geschenk des Himmels. Unsere Finanzen sind stabil. Venedig schließt sich dem Kreuzzug an. Sehr gut. Drei Einheiten Panzerritter sind nun in unserer Hauptstadt. Ja, Flotte bereit. Eure Befehle, Kaiser. Volle Segel. Ja, Kaiser. Führen die Flotten zusammen, Kaiser. Ja, Kaiser. Ihr wisst, dass ihr unsere Schiffe passieren lassen müsst. Werfen den Anker, mein Kaiser. Eure Befehle, Kaiser. Volle Segel. Na, wobei. Bleibt in Venedig. Ja, Kaiser. Kurs gesetzt, Kaiser. Portugal und England, Sizilien und die Mauren, Venedig und Ägypten. Oh, das ist nicht gut. Na gut. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Das ja, ist doch Kaiser. Schön.
Wir haben nun wieder einen Spion. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Diese Insel gehört Venedig. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Kaiser? Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Die Macht von Venedig scheint weitaus größer zu sein, als ich es befürchtet hatte. Das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich, Kaiser. Ich fahre... Ja, mein Kaiser. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Dann kommt... Bin zu Diensten. In Ordnung. Sollen wir den Kampf kurz hier gegen die Rebellen noch tätigen, oder? Heute geht es nicht mehr weiter. Mir gefällt es eigentlich nicht, unseren Diplomaten. Bisher war er nicht sehr erfolgreich. Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches! Bisher war er nicht sehr erfolgreich. Eher unzufriedenstellend. Ja, greift an. Dieser Tag soll der Tag des Reiches werden. Das wollen wir schnell hinter uns bringen. Der Feind ist vorsichtig. Er wartet darauf, dass wir den Fluss überqueren. Bereitet einen frontalen Angriff vor. Es sind Armbrustschützen. Wir stürmen sie an und in dem Augenblick, wo unsere Pferde ihre Einheiten berühren, ist der Kampf vorbei. Mal sehen, wie schnell sie ihre Armbrüste laden können. Oh, das sieht nicht gut aus. Fliegen noch ein paar Bolzen? Was für eine großartige und erfolgreiche Rebellion ihr doch seid. Nur noch die Hälfte der feindlichen Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Sehe ich genauso. Lasst niemanden am Leben. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Was für eine Zeitverschwendung. Was für eine Zeitverschwendung. Das Reich ist siegreich. So, schickt mir diesen Agenten Richtung Süden. In Gottes Namen. Ich muss mich nun um eine mögliche Eroberung Prags kümmern und dafür werden uns die neuen Einheiten, die uns der Adelsrat überlassen hat, sicher hilfreich sein. Unsere Kreuzzugsarmee ist auf dem Weg. Wir haben eine leichte Flotte übrig, die unseren Hafen von Venedig... Eine Pause bitte, Kaiser. Ja, ja, ist der recht. Genau. Ein Befehl, mein Kaiser. Macht euch auf Richtung Süden. Heute geht es nicht mehr weiter. Ach, das ist eine polnische Prinz. Gut. Ja? Kaiser! Ja, mein Kaiser! Vorwärts! Schickt mir diese drei Einheiten schon mal
Richtung Prag. Möglicherweise lasse ich sogar mit diesen Einheiten Prag belagern, einfach nur um die Rebellen zu ärgern. So wie Magdeburg. Warum nicht? Unsere Kaiser! Könnt ihr Pferde ausbilden? Nein. Ja, mein Kaiser! Na, Kaiser! Ihr Befehle, Kaiser. Reitet gen Norden und schließt euch der Armee von Hauptmann Nikolaus an. Wir könnten auch in Magdeburg Einheiten ausbilden, die schwächer sind als die, die sich momentan dort befinden. Hier errichten. Ja, mein Kaiser. Und ihr reitet weiter Richtung Innsbruck und lasst euch dort aufrüsten. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Das soll mir recht sein. Ja, unbedingt fortbilden. Wo noch? Fortbildung? Ihr könnt nur noch... Oh, interessant. Kümmern wir uns erstmal um den Ausbau unserer Städte. Frankfurt. Frankfurt baut gerade einen Ledergerber. Sehr gut. Hamburg als Reichsburg, auch sehr wichtig, hat einen Bogner und kann Bauernbogen schützen. Oh, sehr stark aufgestellt. Befehle, Kaiser! Warum nicht? Trampelpfade sind das Mindeste, was wir brauchen in unserem Reich. Das Mindeste. Ihr könnt eine Holzpalisade bauen. Euch kann man also endlich verbessern. Zusätzliche Mauerverteidigung, Anzahl unterhalts freier Einheiten, Bonus auf euch nicht in Ordnung. Eine aus spitz zulaufenden Pfählen bestehende Holzpalisade bringt Sicherheit, dient als Pferd für Pferden und erschwert zugleich auch Viehdiebstähle. Massiven Angriffen kann sie nicht allzu lange standhalten. Andererseits fallen lediglich geringe Baukosten an und es sind kleine besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse von den einheimischen Bauern erforderlich. Wunderbar. Das sollte genügen, um Breslau zumindest mal zu schützen, auch falls die Polen auf dumme Gedanken kommen. Sehr gut. Dann wird Hamburg, Magdeburg und Breslau schon mal ausgebaut. Ein paar Gulden sollten wir noch übrig haben. Frankfurt ebenfalls. Aber Frankfurt war schon. Was ist mit Nürnberg? Oh, das Volkswachstum ist sehr gering. Aber wir sollten die Holzmauern verstärken. Diese grobe aus Baustellen errichtete Mauer ist deutlich stabiler als eine Palisade und dient der Abwehr von Banditen und anderen Schurken. Gezielten organisierten Angriffen kann sie zwar nicht standhalten, dennoch verleiht sie einer Siedlung eine gewisse Stabilität und Identität. Sehr gut. Dann haben wir noch 300 Gulden übrig. Für einen Kaufmann reicht es nicht mehr. Aber für eine Speermiliz. Für eine Speermiliz reicht es sehr wohl noch. Wunderbar. Wieder mal fast auf die Gulde genau. Geplanter Staatskasse 4.400. Fast auf die Gulde genau. Wunderbar. Beherbert ihr unreine Gedanken? Niemals. Achso, die Stimmung ist nicht besonders gut. Hier haben wir doch ein Bordell gebaut. Warum sind die Leute immer noch schlecht gelaunt? Oh. Wir könnten hier Holzmauern errichten. Dann wäre die Stadt sicherer. So wie in Nürnberg.
Das können wir uns nächste Runde überlegen. Jetzt können wir ja endlich unsere Städte ausbauen. Das ist ja so wichtig. Das ist so wichtig für uns und unseren Ruf. 4 Runden noch? Ja. Ja. Wir werden uns darum kümmern. Und unsere Armee ist auf dem... Es geht alles voran. Es geht alles voran und zwar äußerst, äußerst zufriedenstellend. Ich bin gespannt, wie sich die nächsten untergeben. Wir gehen intensiv nun gegen die Rebellen vor, bauen unsere Städte ganz nebenbei. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Marschiert! Bauen unsere Städte ganz nebenbei sehr, sehr zufriedenstellend aus. Auch, dass Breslau nun seine eigenen Verteidigungsanlagen bekommt, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es befindet sich an der Grenze zu Polen und unsere noch neutralen Seitenpartner schielen auf unseren Erfolg. Ich bin Diener Gottes. Das darf man nicht vergessen. Kaiser! Wir werden hier eine Armee sammeln. Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Das sind immerhin 6 Kavallerieeinheiten. Und sie haben 6 Einheiten in Prag. Wir können einen Angriff uns zutrauen. Das können wir. Zumindest um die Armee in Prag zu schwächen und dann ein schönes Reich als Grundlage zu haben, um weitere Eroberungen zu planen. Zum Beispiel auch weiter in Richtung Westen. Metz ist immer noch in rebellischer Hand und das sollte nicht der Fall sein. Auch hier oben haben wir noch flämische Rebellen. Ja, ich habe da so einige Pläne, aber nun müssen wir unsere Städte erstmal ausbauen. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Runden mit euch. Bis dahin, euer Kaiser Odin der Erste.